Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und wir sprechen mal wieder über Lightning Overdrive. Das Set kommt diese Woche raus, um genau zu sein, am Donnerstag. Und ich werde euch heute mal informieren, was die besten Karten aus dem Set sind. Ich habe für euch heute da mal einmal 8 Karten mitgebracht, wo ich der Meinung bin, diese Karten solltet ihr wissen, dass sie rauskommen. Und vielleicht schon wissen, was die Karten können, damit ihr nicht ganz hops genommen werdet, wenn die Karten auftauchen. Wir fangen mit der ersten Karte an. Und die ist, wie sein Name impliziert, Drytron Support. Und das ist die Karte Drytron Mu Beta Fafnir. Oder Mu Beta Fafnir, ich kann nicht reden. Die Karte ist ziemlich cool. Das ist ein Rang 1 Monster für das Drytron Deck-Thema. Und die hat einen ganz einfachen Effekt. Wenn du eine Ritualbeschwörung durchführen möchtest, kannst du stattdessen ein Material von dieser Karte benutzen, um Ritual zu beschwören. Das ist halt insanely gut, denn die Ritualzauberkarte, die hier, von den Drytrons sagt, ihr könnt mit den ATK vom Monster ein Ritual beschwören. Und Ultimateness, die hier, hat 2000 ATK. Also ihr könnt mit jedem Drytron-Monster die Karte machen, wenn ihr die unter Fafnir als Material runter habt, was ziemlich gut ist. Der zweite Effekt von Fafnir ist, dass wenn ihr ein Maschinen-Ritualmonster kontrolliert und ein Gegner eine Zaubern-Fallen-Karte aktiviert, könnt ihr Material abhängen und den Effekt annullieren. Dieser Effekt wird gar nicht so oft auftreten, aber der erste dafür relativ häufig. Auf jeden Fall eine der besten Karten ist eine Secret Rare aus dem Set. Wird also nicht ganz so billig, aber auf jeden Fall eine der besten Karten aus dem Set. Über die nächste Karte will ich auf jeden Fall auch reden, das ist der Schwarze Rosendrache. Die Karte ist als Starlight Rare drin, aber das ist gar nicht die Karte, um die es geht. Die Karte, um die es geht, ist der Ruddy Rose Dragon. Das ist das Upgrade vom Rosendrachen, das ist nämlich diese Karte hier. Und die Karte ist insanely powerful. Die Frage ist, wie gut die wird, ist abhängig davon, wie oft wir die rausbekommen. Das ist ein Level 10 Synchro-Drachenmonster, Attribut Feuer, also wie der Black Rose Dragon. Die hat die Fähigkeit, wenn die als Synchro-Beschwörung beschworen wird, banish die alle Karten aus den Friedhöfen beider Spieler. Insane. Insane. Der zweite Effekt von dieser Karte ist, wenn die beschworen wurde mit einem Black Rose Dragon oder einem Plant Synchro-Monster, dann könnt ihr alle Karten auf dem Feld zerstören, außer sie selbst. Bruder, die Karte ist halt insane. Die ist richtig, richtig gut. Und die hat noch einen dritten Effekt, was die Karte noch besser macht. Wenn dein Gegner einen Effekt aktivieren würde, der Karten zerstören würde, Quick-Effekt, kannst du die Karte tributieren, den Effekt annullieren und dann ein Black Rose aus deinem Extra-Deck oder vom Friedhof spezial beschwören. Es reicht! Das ist also ein Negate, der dir quasi wieder Plus zurückgibt. Das ist halt so gut. Diese Karte ist logischerweise auch eine Secret Rare. Wie gesagt, die Frage, wie gut sie wird, hängt davon ab, wie einfach sie in den jeweiligen zu beschwören ist. Aber die Karte ist vom Effekt her so insane, dass es sich lohnen würde, ein ganzes Deck drumherum zu bauen, um dem Gegner zu resolven, wenn es richtig, richtig wehtut. Auf jeden Fall Ruddy Rose Dragon, einer der besten Karten aus dem Set. Definitiv. Dann kommen wir jetzt mal zu einer Karte, die jetzt nicht ganz diesen High Impact haben wird, aber die an sich sehr interessant ist, weil die extrem viel tun könnte. Und das ist die Karte Sechsel Construction. Das ist eine Suchkarte, die minus 1 geht, die aber so ziemlich alles suchen kann, was für das Utopia-Deck-Thema relevant ist. Auch nicht nur für das Utopia-Deck-Thema, denn die Karte hat die Fähigkeit. Ihr zeigt eine Karte in eurer Hand vor und sagt, hier, die Karte zeige ich dir vor. Dann sucht ihr auch aus dem Deck eine der folgenden Karten. ZW-Monster, ZS-Monster, Sechsel Spelltrap, Rank-Up-Magic, Rank-Down-Magic. Genau. Diese Karte hat so viele Suchtargets, da ist das minus 1. Okay, damit kann man leben. Aber die kann eine Rank absuchen. Das ist für so viele Decks so gut. Ihr könnt damit dumme Sachen machen mit Nummer 67. Just saying. Ihr könnt damit andere Sachen machen, wie mit Caliga. Auch da, alles möglich. Ihr könnt die in Red Raptor spielen, weil ihr auch da eine Rank up spielt. Ihr könnt die in Timeshift spielen, weil ihr auch da aufranken könnt. Ihr könnt die sogar in, keine Ahnung was, Cyber Dragon spielen, weil ihr Infinity aufranken könnt, irgendwas anderes. Also auf jeden Fall ist das eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Und es gibt ziemlich viele Rank-Up-Spells, also vergesst das nicht. Denn Rank-Up-Spells gibt es sowohl im Red Raptor Archetype als auch in Utopia Archetype. Und auch die ZW-Karten und ZS-Karten sind ziemlich stark. Und auch die Rank-Down-Magics, nicht so geil wie die Rank-Up, aber Rank-Down ist auch eine gute Option. Auf jeden Fall da, Sechsel Construction, eine der besten Karten des Sets.
Und das Geilste dabei ist, das ist eine Super Rare. Das heißt, die ist super easy zu ziehen. Das heißt, die wird jetzt ziemlich häufig sehen, die Karte. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Karte im Metagame auf jeden Fall auftauchen wird. Die nächste Karte, um die es geht, ist ein Tribigate Monster. Und das ist eine Super Rare, die den wunderbaren Namen trägt. Tribigate Beerbrum the Rampant Rampager. Ganz, 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 ganz geiles Ding. Ja. Finde ich auch so. Die Karte ist ein Feuer-Beast-Monster, braucht zwei Tribigate-Monster, um beschworen zu werden. Und die hat die Fähigkeit, dass du zwei Karten discarden kannst und dann eine 4 oder niedriger Beast, Beast Warrior oder Winged Beast-Monster specialen kannst. Das ist ein sehr teurer Effekt. Definitiv. Es gibt ein paar interessante Sachen mit dieser Karte. Aber der wichtigere Effekt ist eigentlich der, dass wenn die Karte aus dem Friedhof gelegt wird, ihr aus eurem Deck eine Tribigate-Zaubern-Fallen-Karte adden könnt und eine Karte wieder zurücklegen könnt und das Deck. Das kann euch Revolte geben. Und Revolte ist eine unglaublich starke Karte. Worauf ich immer noch hinaus möchte ist, dass Beardrum die Barrier-Statue specialen kann und ihr mit Beardrum und Nerval sie Morg machen könnt und dann aus in der Endphase Apex Alien specialen könnt. Und ihr kriegt noch die Revolte. Denkt mal drüber nach. Das macht das Pure Tribigate Deck richtig stark. Aber auch das Bird-Up-Deck kann mit der Karte durchaus spielen und das wirklich halt gut machen. Und falls der Lock einmal gebrochen wird und ihr die quasi gebanished habt mit einem der Tribigate-Effekte, könnt ihr den Lock wieder erzeugen, ohne vorher sie Morg machen zu müssen. Das ist ziemlich stark. Also auf jeden Fall Beardrum, eine der besten Karten aus Lightning Overdrive. Nicht unterschätzen, die wird auf jeden Fall auftauchen. Dann haben wir noch eine der besten Karten aus dem Set und das ist eine Trap-Tricks-Karte. Ich habe mich hier entschieden, das Link-Monster zu nehmen und nicht als Effekt-Monster, obwohl beide ziemlich, ziemlich gut sind. Aber das Link-Monster hat, glaube ich, ein bisschen mehr Applikationen und die werdet ihr wahrscheinlich häufiger sehen, weil es halt ein Link-Monster ist. Und das Monster ist Trap-Tricks Kularia. Die ist erstmal unberührt von allen Fallenkarten. Okay. Ist schon mal nicht schlecht, aber es sind ja beide Link-Monster, also Serie auch. Die hat die Fähigkeit, einmal pro Spielzug, wenn du eine Hole-Fallenkarte, also eine Loch-Fallenkarte aktivierst, anstatt dich auf den Friedhof zu legen, setzt du dir einfach wieder. Es gibt dir schon mal plus 1, weil du den Effekt nochmal benutzen kannst. Und dann, während der Endphase, kannst du ein Trap-Tricks-Monster in deinem Friedhof wählen und das Spezial beschwören. Müsst euch mal überlegen, mit Cera kriegt ihr durch den Trap-Effekt schon ein Monster. Dann könnt ihr die hochlinken zu Kularia, könnt eine Fallenkarte aktivieren, könnt ihr wieder setzen und in der Endphase bekommt ihr nochmal ein Monster zurück. Also ihr könnt theoretisch ein Monster, was ihr weggelinkt habt, wieder zurückspecialen. Die Karte ist ziemlich, ziemlich gut. Die wird auf jeden Fall ein Staple sein in den Trap-Tricks-Deck, wenn die nicht sogar zweimal gespielt wird, weil die halt so gut ist. Ist natürlich die Frage, wie oft sie gespielt wird, können wir Team Bortle mal fragen, spielt ja ganz gerne Trap-Tricks. Auf jeden Fall haltet sie im Auge, sehr gute Karte, ist eine Ultra-Rare aus dem neuen Set, wird also ein bisschen teurer, aber eine sehr, sehr gute Karte. Die nächste Karte ist weniger eine gute Karte, sondern mehr eine Konstanzkarte. Und das ist einmal der Dark Infant Etignista. Das ist ein Link-1-Monster, was die Fähigkeit hat, die Fields besuchen. Ich weiß, sehr innovativ. Aber darum geht es auch gar nicht. Diese Karte sucht den Fieldspell. Der Fieldspell an sich ist ziemlich gut und das gibt dem Deck halt eine Konstanz. Und das kann sich theoretisch verschieben, wenn ihr ein Monster beschwört, was 2300 ATK hat. Und dann könnt ihr das verschieben in die Mehrmonsterzone. Das ist also eine ziemlich gute Karte. Etignista ist jetzt kein gutes Deck, aber dadurch wird es auf jeden Fall deutlich spielbarer und ihr werdet es häufiger sehen. Das ist auf jeden Fall eine der besseren Karten aus dem Set. Und es ist auch wieder eine Super Rare, das heißt, die wird auch relativ easy accessible sein. Das wird Etignista jetzt auch nicht deutlich teurer machen. Und auf jeden Fall im Auge behalten, ist keine schlechte Karte. Die nächste Karte ist eine Common. Und ich glaube, viele haben nicht erwartet, dass das eine Common ist. Denn das ist eine ziemlich gute Karte. Das ist der gute Scrap Raptor. Ja, das ist ein Dino. Erdermonster. Level 4. Tuner. Ihr könnt so viel Schund mit der Karte treiben. Aber was kann denn die Karte? Ihr könnt ein Monster, was ihr kontrolliert, wählen und das zerstören. Das ist schon mal für Dinos generell ziemlich gut. Ihr könntet aber auch den Scrap Raptor selber zerstören. Was wahrscheinlich die bessere Idee ist, kommen wir jetzt zu. Dann könnt ihr ein weiteres Scrap-Monster in dieser Runde normal beschwören. Und das kann der Scrap-Recycler sein. Der wichtige Effekt ist aber der zweite Effekt, dass wenn diese Karte zerstört wird, durch einen Karteneffekt von einem Scrap-Monster, was er selber ist, er kann sich auch selber zerstören, und aus dem Friedhof verlegt wird, dann kannst du Scrap-Factory adden oder ein Non-Tuner-Scrap-Monster, was der Scrap-Recycler ja ist. Und das macht die Karte insanely gut für jede Karte, also für jedes Deck, was irgendwie Scrap spielen möchte. Auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Wie häufig die Karte jetzt gesehen wird oder gespielt wird, keine Ahnung. Aber die ist auf jeden Fall in einigen Decks applicable und auch spielbar. Und die ist halt suchbar über Fossil Deck. Die werdet ihr auf jeden Fall häufiger sehen. Wie häufig? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall eine der besten Karten aus dem Set. Und definitiv die beste Kammern aus diesem Set. Machen wir weiter mit der letzten Karte für heute. Das ist der Diviner of the Herald. Diese Karte ist so stark. Das macht halt komplett Drytron
mit Feen wieder richtig, richtig gut. Die hat die Fähigkeit, wenn die normale Spezialbeschwörung wird, dass ihr ein Feenmonster von eurem Extra-Deck oder von eurem Main-Deck auf den Friedhof legen könnt und dann wird das Level von dieser Karte increased. Das ist jetzt nicht so krass. Es geht eher um den Sendeffekt, weil ihr könnt damit den Herald schicken, um als eine Ritualzauberkarte oder Ritualmonster zu suchen oder halt eine andere Karte aus dem Deck, um ein paar Shenanigans zu machen. Und wenn die Karte tributiert wird, kannst du aus deinem Deck ein Level 2 oder niedriger Feenmonster spezial beschwören, außer den Herald selber. Das ist halt ein ziemlich guter Effekt. Diese Karte enabled quasi zwei verschiedene Sachen, nämlich einmal, dass ihr in Drytron Ritualmonster bekommt und zweitens, dass ihr mit dieser Karte und dieser Karte hier ein Needlefiber-Play machen könnt. Das heißt, dies ein Karten Needlefiber. Ihr braucht dafür zwar ein Brick im Deck, aber es ist ein Karten Needlefiber. Das ist nie verkehrt. Ist vielleicht eine Secret aus dem Set, wird also ziemlich teuer. Die Top 8 aus Lightning Overdrive. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dabei gelernt. Ich hoffe, ihr denkt ein bisschen an die Karten, denn die werden öfter mal auftauchen. Wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt und ihr denkt, jupp, der Typ ist lustig, lasst mir mal ein Like da. Wenn ihr denkt, der Typ ist nicht lustig, aber ich gucke ihn gerne an, Abo da lassen, auf jeden Fall für den Channel. Sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.